Wir möchten Sie begeistern für die Welt der Literatur und für jene, die sie schreiben. Unter diesem Motto finden seit über 40 Jahren die Rauriser Literaturtage statt. Vom sozialpolitischen Experiment, Literatur aufs Land zu tragen, sind die Literaturtage im Salzburger Pinzgau längst zu einem internationalen Festival mit enormer Ausstrahlungskraft geworden, von der Kritik und der Politik hochgelobt, vom Publikum geliebt und gestürmt. Also die Rauriser Literaturtage sind was Einzigartiges. Ich glaube, dass es sowas auf der Welt sonst nirgends gibt, dass Menschen in so einem kleinen Ort zusammenkommen und das mittlerweile seit 41 Jahren und hier wirklich sowas wie der Treffpunkt der Gegenwartsliteratur entsteht im deutschsprachigen Raum für diese Zeit, dass sie sich nicht nur treffen in den Wirtshäusern, so wie hier, sondern in den guten Stuben der Bauern oder auf Hütten oder auch im Freien oder mit den Schulen. Ich glaube, nirgendwo kriegt man so unkompliziert und auf gleicher Augenhöhe Zugang zu hervorragenden Literaten, zu Autoren und so mancher Rauriser Literaturpreisträger, der ja seinen Debütroman, sein Erstlingswerk hier prämiert bekommt, ist mittlerweile ein international bekannter Schriftsteller. Seit 1971 haben über 400 Autorinnen und Autoren in Rauris gelesen, diskutiert, die Talschaft erkundet und ihr Publikum begeistert. Das bunt gemischte Auditorium besteht bei den Literaturtagen nicht nur aus Liebhabern der Wortkunst, sondern Dichtern, Kritikern, Studenten und ihren Professoren und natürlich auch Einheimischen. Rauris ist Tradition und Avantgarde zugleich. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist überhaupt nicht groß, denn die Jurymitglieder sind so ausgesucht, dass ich weiß, dass sich die intensiv mit Gegenwartsliteratur beschäftigen. Und die haben zum Großteil schon viele, viele Bücher gelesen. Und in der Dreierjury ist natürlich eine gute Zusammensetzung. Es soll experimentelle, erzählende und andere Literatur eine Stimme haben. Und die entscheiden, welches das beste Buch ihrer Meinung nach als Prosa-Debüt ist. Ich selbst gehe nach wie unabhängig von den Preisen auf die Suche nach interessanten neuen Stimmen. Und wenn Sie allein die Verlagsprospekte anschauen, wird Ihnen ja fast schwarz vor den Augen, weil es so irrsinnig viele Autorinnen und Autoren gibt. Ich lasse mir die Manuskripte schicken und schaue dann einfach, was meiner Meinung nach das Interessanteste ist, was auch zum Thema passt. Und so, ich hätte noch 5 andere oder 10 andere einladen können. 2011 standen die 41. Rauriser Literaturtage unter der Thematik Schuld und Sühne, Verzeihen, Neuanfangen, unversöhnlich bleiben unter den verschiedenen historischen, politischen, gesellschaftlichen Aspekten und Beziehungen. Sei es in Liebesverhältnissen oder dem Holocaust. Mit dem Rauriser Literaturpreis wurde 2011 das Erstlingswerk Einladung an die Waghalsigen von Dorothee Elmiger von der Jury ausgezeichnet. Ja, ich freue mich sehr über den Preis. Einerseits, weil er von hier kommt und ich kenne diese Rauriser Literaturtage ja eigentlich noch nicht, aber ich habe den Eindruck, dass das etwas sehr Tolles ist. Und andererseits, weil ja eben diese Reihe von Leuten, die diesen Preis schon bekommen haben, da sind sehr viele Menschen darunter, die ich persönlich sehr gerne mag, ihre Bücher vor allem. Und deshalb ist es natürlich eine ganz große Ehre, den jetzt selbst auch bekommen zu haben. Die junge Schweizerin beeindruckte nicht nur mit ihrem Buch, sondern auch mit ihren Gedanken zu Rauris. Das Wort Rauris verwies mich in eine ungefähre Richtung. Es schien nicht ganz der alltäglichen Welt entlehnt, es musste fernab gelegen sein, musste ein Geheimnis bergen. Rauris könnte sein, dachte ich, ein Ruf der Seefahrer beim Heben der Anker. Ein Steinzeitalter, ein kleines Tier, nicht viel größer als ein Wiesel, scheu und selten, frisst Nüsse und ist klug. Mutter! Heute habe ich im Wald ein Rauris gesehen. Als roter Faden des Programms dient ein Zitat aus einem Gedicht von Matthias Claudius. Und ich begehre nicht, schuld daran zu sein. Natürlich ist man als Europäer unvermeidlich in eine Schuldkultur eingebettet. Und das Beste und das Schlimmste kommt daher.
Und ich erinnere mich an die Begegnung, ich muss jetzt sehr in Kürzeln sprechen, mit einem jüdischen Freund, der gerade gestorben ist, einem Psychoanalytiker in Zürich, Aaron Bodenheimer, als wir uns über Auschwitz unterhielten. Und ich sagte, was fange ich denn damit an? Und da hat er mich angeschaut und gesagt, vergessen! Das konnte nur ein Jude. Ich hätte das nie sagen dürfen. Und was er damit meinte, war mir aber sehr klar. Dass man über Auschwitz nicht reden kann, ist natürlich genauso wahr wie das Gegenteil, zugegeben. Aber es zu instrumentalisieren und dem anderen eine Dauerverbiegung zuzumuten, ist auch keine Form der Schuldkultur oder der Arbeit an der Vergangenheit. Nicht nur der Schweizer Autor Adolf Muschk zog mit seinen Ausführungen das Publikum in seinen Bann, sondern in den Raurisser Gast- und Bauernstuben entstand wie in jedem Jahr eine ganz besondere Stimmung zwischen Vortragendem und Zuhörern. Egal ob Störlesung im privaten Rahmen für 10 Raurisser oder im öffentlichen Raum vor hunderten Literaturbegeisterten. Ein außergewöhnliches Ambiente umgibt die Raurisser Literaturtage. Trotz der breiten Anerkennung bleibt die einzigartige Veranstaltung im deutschsprachigen Raum ein Geheimtipp. Man arbeitet ein ganzes Jahr darauf hin. Es sind tausend Details eigentlich mit den Menschen hier am Ort, mit den Autorinnen und Autoren, mit den Juroren, mit den Medienleuten. Wenn es dann so stattfindet, dass es für manche ein Geheimtipp ist, wo man unbedingt dabei sein muss, weil einfach die Stimmung so grandios ist, dann freut mich das und dann ist eigentlich die ganze Mühe nicht umsonst gewesen und eine Freude. Der Förderungspreis wurde in diesem Jahr an Martin Amanshauser für seinen Text »Ich stell dich auf den Kopf« verliehen. Der Autor ließ es sich nicht nehmen, in den luftigen Höhen der Heimalm auf über 1480 Metern sein Werk persönlich vorzutragen. Heute 4 Zahnbürsten. Er rechnet nicht mit meiner Beobachtungsgabe. Er geht davon aus, dass alle Menschen die Welt so sehen, wie er selbst sie sieht. Mit oberflächlichen Querblicken, die unruhig durch die Räume streifen, sich bestenfalls oder schlimmstenfalls an der Unterhälfte von Frauen festmachen. Er weiß eine Menge. Doch was er weiß, ist Wissen, Faktenwissen. Es hilft ihm wenig bei mir. Vermutlich steht gerade sein Wissen seiner Vorstellungskraft im Wege. Ihm fehlt Ruhe und Genauigkeit. Zum Beispiel ist er außerstande, die Anzahl der Zahnbürsten auf dem kleinen Regal über seinem Waschbecken zu kontrollieren. Dabei sind es gar nicht unendlich viele. 2 weiße Plastikbecher stehen dort. Wären sie Gegenstand seiner Reflexionen, hätte er einen von ihnen behalten, den anderen weggeworfen. Hätte die Anzahl der Zahnbürsten konstant gehalten. Würde er Wert auf Details legen, hätte er zudem die Bartstoppel vom Rand des Waschbeckens entfernt. Doch er sieht sie gar nicht. Er wohnt alleine. Oder er tut so, als würde er alleine wohnen. Ich könnte ihn beim Wort nehmen. 4 Zahnbürsten weisen auf Nachlässigkeit. Oder auf 4 Menschen. Auf ein wie immer geartetes Kommen und Gehen. 4 Zahnbürsten, diese Anzahl, die er nicht konstant halten kann, steht für seine Ungenauigkeit. Er hätte nie die Idee, dass jemand Zahnbürsten zählt. Doch mit mir hat er eine Zählerin in seiner Wohnung. Eine Zählerin seiner Brusthaare, seiner Bleistifte, seiner Sünden, aller seiner Gegenstände. Die Chronistin der Wertgegenstände, die den Begriff Wert weit fasst und gleichsam eine neue Definition des Begriffs wagt. Das bin ich. Die Autoren tragen aber nicht nur aus ihren Büchern vor, sondern geben Einblick in ihr Schaffen, die Fragen, die sie beschäftigen, und erzählen bewegende Geschichten aus ihrem Leben. Also ich kann Ihnen natürlich jetzt sagen, wie ich vorgehe, was ich tue, und es hat bisher immer wieder zu einem Text und tatsächlich auch zu einem Buch geführt. Aber jeweils in der Zwischenphase oder nach einem Text nützen alle diese Methoden überhaupt nichts. Weil früher auch davon die Rede war, mit Schreibblockaden und so weiter. Ja. Auch diese Schreibblockaden, das ist eigentlich meine Lebensexistenz, eine Schreibblockade. Aber das ist nicht tragisch gemeint, sondern dadurch stellt sich ja ein Problem. Und dadurch, wenn sich ein Problem stellt, bin ich zumindest noch so geartet, ja, auch wenn meine Bücher gelegentlich nicht so ausschauen.
weil sie vielleicht misanthropisch sein könnten oder so aufgefasst werden könnten, bin ich es im realen Leben nicht und versuche aus dieser Schwierigkeit jeweils mit allen möglichen Methoden herauszukommen. Die Literaturtage begeistern für die Welt der Dichtung und die unendliche Vielfalt von zeitgenössischen Romanen und Erzählungen, die immer ein Spiegelbild der Gegenwart und damit unseres Lebens sind. Egal ob beim ersten oder zehnten Mal. Ich glaube, das zehnte Mal jetzt. Jedes Mal ist es sehr interessant, gefällt mir sehr gut, auch wenn es manchmal sehr ermüdend ist, aber man muss dabei sein. Die Preisträgerin fand ich wunderbar und ja, ich freue mich, dass so viele Leute in Raus jedes Mal kommen und dass diese Literatur, so wie es gesagt wurde, unprätentiös, aber ganz nah und direkt an die Leute gebracht werden kann hier. Mir gefällt es sehr gut. Also ich war heute Vormittag zum Beispiel bei den Arbeitskreisen, wo die Universitäten maßgeblich am Gestalten dabei waren. Und wir haben gerade mit verschiedenen Beteiligten gesprochen. Es war wirklich eine Wahnsinnsstimmung. Es stellt sich jeder drauf ein. Es sind 150 Leute in einem Wirtshaussaal und man könnte eine Nadel fallen hören. Es ist eine besondere Stimmung. Das Besondere ist eben, dass es diese überhaupt gibt in einem Dorf wie Rauris. Das finden wir wirklich unglaublich. Das gibt es bei uns nicht. Und dass das ganze Dorf daran beteiligt ist, dass die Leute mit so viel Enthusiasmus und Freude dabei sind, finden wir wirklich sehr, sehr schön. Dass man mit den Autoren sich austauschen kann, dass man die Möglichkeit hat, live etwas zu erfahren, ein Stück mitzubekommen von dem, was sie eigentlich beim Schreiben eigentlich so fühlen und denken. Die Rauriser Literaturtage regen mit ihren Lesungen und Gesprächen zum Lachen, Nachdenken oder Weinen an. Wie Aaron Appelfeld mit seiner eigenen Kindheitsgeschichte. Mutterseelen allein, in den Wäldern auf der Flucht vor Hitlers Schergen, quer durch Europa. Sie repräsentieren das wahre Leben und das macht die Rauriser Literaturtage zum außergewöhnlichen, faszinierenden und bedeutenden Erlebnis.